Du und wir werden alle unsere Träume erreichen. Das ist immer so eine interessante Aussage. Ich habe dementsprechend oder diesbezüglich eigentlich keinen wirklichen Traum, den ich erreichen möchte, was ich jetzt nicht schon habe. Denn es sind vielleicht bestimmte Bedürfnisse. Ich will schon mein eigenes Haus oder eine Villa letztendlich haben. Hört sich jetzt nicht so bodenständig an, aber ja, ich möchte schon ein größeres Haus haben, wo ich mit meinen Eltern und meinem Bruder auch eventuell leben kann. Das ist einer der Wünsche, die ich habe. Aber kein Traum jetzt wirklich. Wenn ich es nicht erreichen würde, hätte ich auch kein Problem damit. Ich persönlich würde das gerne von dem Investmentgewinn realisieren und nicht von unserem hart erarbeiteten Geld. Das wäre natürlich auch möglich. Ihr wisst ja, Aslan und ich sind Unternehmer. Wir können uns Kredite von unseren Unternehmen einfach nehmen und das einfach über Jahre hinweg abbezahlen und hätten überhaupt kein Problem damit. Auch wenn wir es verlängern müssen, ja, dann verlängern wir es halt, mein Gott. Wenn ich es mal nicht zahlen kann, ja, dann erhöhen wir unseren Gehalt einfach. Also es ist für uns wesentlich leichter. Also Gott war sehr, sehr gnädig zu uns und man muss Gott auch dafür danken, dass er uns diese Möglichkeit und Mittel gegeben hat. Aber wenn ich darauf antworten würde, dass meine Träume sich erfüllen, die haben sich schon längst erfüllt. Ich habe eine Tochter, mein Sohn ist geboren, ich habe eine wunderschöne Frau, die ich über alles liebe, ich habe Eltern, die ich über alles liebe. Für jede Menschen sollte es genauso sein. Für mich sind es die tollsten Eltern auf der ganzen Welt. Und für jeden von euch sollte es also ähnlich so sein mit euren Eltern. Ich habe eine Handvoll Brüder, denen ich blind vertrauen kann, die wie Felsen in der Brandung einfach hinter mir stehen und für die ich auch alles geben würde, die genauso auf mich vertrauen können, egal wie die Lebenslage ist. Das sind Dinge, die kann man mit keinem Geld der Welt realisieren. Ich kann niemanden bezahlen und sagen, sei da, wenn es mir schlecht geht. Klar könnte man das machen und diese Person würde dann auch da sein. Aber wenn dein Geld alle geht, mit deinem Geld verschwindet dann auch diese Person. Diese Person ist nicht da für dich, weil er mit dir leidet. Das ist was ganz anderes, wenn du deine Energie mit jemandem teilen kannst, der ähnlich tickt wie du. Es ist ein rein physikalisches Gesetz, jeder Mensch schwingt zu einer bestimmten Frequenz. Und es ist wissenschaftlich sogar bewiesen, dass wenn wir sogar ehrlich sind, dass die Amplitude unserer Schwingung steigert. Und wenn wir Liebe empfinden, dass die Amplitude unserer Schwingung steigert. Und wenn Menschen sich zusammentun in einer Gruppe zum Beispiel oder gleichgesinnt sind und ehrlich zueinander sind und sich gegenseitig einfach ihre Liebe teilen, dann steigt die Frequenz, in der man schwingt, gemeinsam um ein viel höheres. Und das ist wirklich faszinierend, wenn gibt es mehrere Beiträge, Artikel, wissenschaftliche Arbeiten darüber, könnt ihr euch das mal durchlesen. Das ist kein Hokuspokus, was ich hier erzähle. Und das ist wirklich faszinierend. Und du kannst niemanden bezahlen und sagen, ihr seid jetzt glücklich und sei bei mir. Das geht einfach nicht. Wenn ich Aslan sehe, Abu Bakr, mein Bruder, sehe, einige wenige Brüder auch von mir, sei es Nico, Simic, wenn ihr zuguckt, wenn ich sie sehe, Amir Can natürlich auch, da hätte ich was vergessen, also ein wenige wenige Brüder, die man dann sieht, Piotr auch zum Beispiel, wenn man sich einfach sieht und nicht viel sagen muss und schon ein Lächeln im Gesicht hat, wenn man sich die Hand gibt und sich umarmt und einfach spürt, dass dieses Brüderliche da ist. Das kannst du mit keinem Geld der Welt ersetzen. Das kannst du mit keinem Geld der Welt kaufen. Und diesbezüglich sind meine Träume schon erfüllt. Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich diese Menschen bei mir habe, dass ich gesegnet bin mit so viel Liebe, mit so viel Positivem in meinem Leben. Kein Geld der Welt kann das jemals aufwiegen. Würdest du mich jetzt fragen, alles Geld der Welt würdest du bekommen, du wirst der erste Billionär sein offiziell. Ich würde sagen, nimm das Geld und steck's dir sonst irgendwo hin, wenn ich auf das, was mir wirklich wichtig ist, meine Brüder, meine Familie, meine Kinder, wenn ich auf das verzichten müsste dafür, ich würde sagen, steck's dir sonst wohin, nimm dein dreckiges Geld und verschwinde. Teufel, geh, geh, ich will dieses dreckige Geld nicht sehen. Nichts auf der Welt kann das aufwiegen, nichts.
Darum, meine Lieben, vergisst das nicht, vergisst das nicht. Manchmal nimmt man das selbstverständlich, dass die Eltern da sind. Überlegt euch das mal, ich bin fast 40 Jahre alt. Wenn ich eine längere Strecke zum Beispiel fahre oder sonst irgendwas, meine Mama ruft mich immer noch an, überlegt euch das mal. Sie sagt, und bist du gut angekommen, geht's dir gut, hast du was gegessen, halt doch an, iss doch ein bisschen was. Und wisst ihr, die Liebe einer Mutter, die ist einfach so etwas Faszinierendes. Es ist so schwer aufzuwiegen mit irgendwas anderem. Ich sage ihr manchmal, Mama, mach dir doch keine Sorgen, ich bin 40 Jahre alt, was soll mir passieren? Und wenn ich manchmal auch spät unterwegs war früher und da hat sie sich auch Sorgen gemacht und ruft manchmal an, sagt, geht's dir gut? Ich sage, Mama, ich bin seitdem ich 6 bin, mache ich Kampfsport, ich bin Profi-MMA-Kämpfer. Also, es gibt ganz, ganz wenig Menschen auf der Welt, auf der Straße, die mir was antun könnten. Die müssen Angst vor mir haben, nicht ich vor denen. Ich sage, Mama, mach dir keine Sorgen. Aber eine Mutter ist nun mal eine Mutter. Ne? Sie hat mich unter ihrem Herzen getragen, in ihrem Bauch, hat Leiden und Qualen erleiden müssen, um mich auf diese Welt zu bringen. Es ist einfach eine anderen Dank, den wir unseren Eltern, unseren Müttern gegenüber haben müssen. Es ist, manchmal nimmt man das einfach zu selbstverständlich. Darum, meine Lieben, nimmt, wenn ihr eure Mütter und eure Eltern das nächste Mal seht, nimmt sie im Arm, küsst sie einfach und sagt einfach Danke, danke, dass es euch gibt. Manchmal sagt man das einfach viel zu selten, man ist zu selbstverständlich. Ich habe einige Brüder, die haben ihre Eltern schon verloren und die sagen mir so oft, Mann, was würde ich nicht alles geben, dass meine Mutter mich einfach mal wieder anruft und fragt, wie es mir geht, ob es mir gut geht, ob ich was gegessen habe. Er meint, wie sehr ich mich danach sehne, dass das einfach mal mein Handy klingelt und meine Mamas Stimme wieder hören könnte. Das ist, wisst ihr, viele, viele verstehen erst, woran sie sind, wenn die Dinge vergehen, wisst ihr. Und dann ist man sich erst bewusst, dass man diese Person in diesem Leben so nie wieder sehen wird. Sie wird einen nie wieder auf die Stirn küssen oder auf die Wange küssen oder Essen machen und sagen, komm rum, ich habe was zu essen gemacht. Wisst ihr, und das ist schade, das ist schade. Warum muss es erst so weit kommen, dass man versteht, woran man war? Wisst ihr, man muss sich dem einfach bewusst werden. Die Kamera geht natürlich jetzt wieder aus. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall muss man sich dem bewusst werden. Man muss sich dem Wert bewusst werden, den man da halt mit diesen Menschen, mit diesen Personen hat, die da sind. Und die Wahrheit ist, nichts auf der Welt kann diesen Wert einfach wieder aufwiegen. Ne? Und lasst es nicht so weit kommen, dass es verschwindet, bevor ihr es zu schätzen wisst. Schätzt es, solange es da ist. Pflegt es, hegt es. Lasst es diesen Menschen gut gehen. Ja, meine Lieben. Aber ich bin jetzt so weit aus der Bahn geraten, obwohl du einfach nur was Schönes geschrieben hast und uns allen gewünscht hast, dass unsere Träume wahr werden, musste ich das jetzt so auseinandernehmen. Ich habe das nicht negativ wahrgenommen, was du geschrieben hast, dann nimm es mir bitte nicht übel. Danke auch dir für diese Aussage. Nicht, dass du denkst, dass ich das irgendwie böse meine oder sowas. Ne? Das sind manchmal nur meine Gedanken, die dann anfangen zu laufen und dann kommt, das ist wie bei einer Blockchain, wird die Kette ausgelöst an Gedanken und dann rattert es einfach heraus. Sorry Leute, manchmal weiß ich nicht, ob das einfach zu viel ist, ob einige das gar nicht hören wollen, ob die einfach nur was über Kryptos hören wollen. Ne? Sorry, für die einfach nur da sind, um Krypto-Content zu hören, es tut mir leid, meine Lieben. Manchmal kommt es einfach, da muss ich das loswerden.